So wie auf dem Bild von Marco Sandro Schüren könnte man sich den Blauen See im Winter vorstellen. Ich war lange nicht dort und so hat mich ein Foto von Jennifer Vogt auch aus Facebook erschreckt. Der See ist leer. So kennen wir ihn. Schon in der Schulzeit sind wir von Benneckenstein mit dem Fahrrad zum Baden dorthin gefahren. Und in meiner Elmo-Zeit haben wir sogar eine kurze Sequenz unseres Rockerfilms dort gedreht. Bei vielen werden sich also schöne Erinnerungen mit dem Blauen See verbinden. Nun dieses Trauerspiel, restlos leer, staubtrocken. Eine Woche später ist durch Regen ein Pfützchen Wasser drin. Und noch etwas anderes, verantwortungslose Besucher haben auch ihre Spuren im See hinterlassen. Ich zeigte die Bilder meinem Freund Ulrich Eichler vom Wildfisch- und Gewässerschutzverein Wernigerode. Spontan organisierte er ein Team zum Herausholen des Mülls, informierte die Verantwortlichen in Blankenburg und die Presse und 24 Stunden später sind wir am Tatort. Wir, das sind Ulrich Eichler, Ottfried Wüstemann als Vorsitzender des Wildfisch- und Gewässerschutzvereins, Vereinsmitglied Bernd Lochau, der Ortsbürgermeister von Hüttenrode Frank Wiekert und ich, der auch mit der Kamera dokumentiert. Begleitet werden wir von Holger Manik von der Harzer Volksstimme und Benne Dörge, der für Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Blankenburg zuständig ist. Hallo, mein Kumpel Ronald Langer, ihr kommt noch wieder direkt da. Das haben wir nachher. Stein hatte mir gestern ein Bild gezeigt vom Blauen See. Also kennen wir den Blauen See eigentlich nicht. Und wir haben ja viele Erinnerungen an den Blauen See, das ist ja ein touristisches Highlight für den ganzen Harz, aber auch persönlich. Man war hier mit Freunden, mit Freundin hat er gebadet, da hat er als Jugendlicher viele schöne Stunden verbracht. Und der Vorsitzende Ottfried Wüstemann vom Wildfischverein hat sofort auch reagiert und hat gesagt, klar, das machen wir. Wenn ihr noch Hilfe in irgendeiner Weise braucht, okay. Säcke oder einen Trecker oder ein Fahrzeug oder was weiß ich. Ansonsten, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es tatsächlich so aussah. Naja, es ist hier in dem Blauen See sind viele Fremdkörper, die hier nicht reingehören. Im Wesentlichen Glas natürlich und Plastik. Aber auch einen Grill haben wir hier. Sofort auch zwei sogar. Zivilisationsmüll. Die werden ja von Blankenburg abgeholt, vom Bauhof und entsorgt. Oh, der Fingerkalte. Das ist der Schatz im Silbersee, der Schatz im Blauen See. Die Perle. Schlauchboot oder sowas, ne? Gespensterschiff. Das ist noch aus DDR-Zeiten. Das Orange der Marine. Gefunden wurden neben erheblichem Glasbruch und Verpackungsmüll ein Schlafsack, drei Grillroste, ein Schlauchboot, eine Sonnenbrille, eine Armbanduhr, zwei Taucherbrillen, eine Flosse, Bälle, Coronavirus in Form von mexikanischen Bierflaschen,
Kinderschuhe und vieles mehr. Betriebsamtsleiter Herr Duckstein lässt den Müll vom technischen Eigenbetrieb Blankenburg abfahren. Der Klimawandel ist angekommen. Der Grundwasserspiegel ist gesunken, die Karstquellen liefern kein Wasser mehr. Risse im Karstuntergrund lassen das bisschen Oberflächenwasser versickern. Bleibt die Hoffnung, dass wir dieses Naturwunder noch einmal so azurblau sehen, wie wir es kannten.